Moin, ein, zwei Worte von mir heute einmal zu diesem Föhn. Ist ein Ionföhn, kommt von der Marke Peian. Und ja, da meiner letztens den Geist aufgegeben hat und ich dann noch meinen alten Ionföhn hier rumliegen hatte, habe ich mal einfach gesagt, okay, besorgen uns mal einen neuen. Und ja, da habe ich über dieses Produkt gestoßen. Und wir schauen uns das jetzt erstmal an und dann vergleichen wir es natürlich auch noch einmal. Also wir haben hier erstmal einen dicken Aufsatz. Den kann man natürlich nutzen, wenn man möchte. Ich habe da mal gar keine Verwendung für. So viele Haare habe ich nicht. Das ist hier eher mein Aufsatz, den ich mag. Eine kleine Kantenbürste, mit der kann ich dann präzise meine Haare so stylen, wie ich möchte. Gibt es hier auch nochmal eine kleinere Version. So, dann kann man mal direkt zum Föhn selber. Na. Das ist hier alles gut verpackt. Hier ist auch noch eine Anleitung unten drunter versteckt. Das interessiert uns erstmal nicht. So, denn wir wollen erstmal uns den Föhn anschauen. Der ist hier nochmal extra gewrapped. Öffnen wir einfach kurzerhand mal. So, und so sieht das gute Stück dann aus. Hier ist noch so eine kleine Schutzfolie drauf, auch die entfernen wir. Und dann haben wir hier im Prinzip unseren Einschalter. Hier können wir Wärme oder Kälte einstellen und hier oben dann die Stärke und den Modus. Das Ganze ist noch hier mit diesem kleinen Effekt ausgelöst, was ich ganz interessant fand. Wir können nämlich so zusammenfalten, das heißt, wir können ihn besser verstauen. Und das hier vorne funktioniert auch ganz simpel. Ist mit so einem Magnet hier nämlich ausgerüstet, der hier sitzt. Und das Ganze saugt sich dann so fest und dann ist es hier drauf und wir können es dann einfach rausziehen. So, das funktioniert mit allen Aufsätzen. Also, das zieht sich selber rein und wird wieder rausgenommen. Wenn das Ganze mal zu voll ist, können wir das hier auch einfach aufmachen, können wir den Filter auch mal reinigen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns das gleich einmal an der Lautstärke an und wie das Ganze aussieht im Betrieb und vergleichen ihn auch einfach mal mit so einem herkömmlichen, ja, größeren Föhn und schauen uns an, wie das Ganze dann performt. Und so, jetzt sind wir einmal im Bad. So sieht das Ganze aus, wenn es am Strom steckt. Also wir haben hier einmal ein, ja, Display, das uns sagt, das Ganze ist nicht eingeschaltet. Wenn wir hier auf die An-Taste drücken, geht es direkt los. Und das ist so ungefähr die Lautstärke, mit der wir hier rechnen müssen. Und wir können dann hier eben entsprechend Änderungen vornehmen. Wie stark das Ganze pusten soll. 120 ist da das Maximum. Und 25, oh mein Gott, ist das Minimum. So, was die Ionen angeht. Und dann habe ich hier noch die Stärke von unserem Ventilator oder unserer Düse. Und das war es dann im Endeffekt auch schon. So, das Ganze, wie gesagt, funktioniert leicht mit Druck und allem. Wir legen den hier mal kurz hin. So, und dann kann ich ja einfach mal meinen anderen Ionenföhn zeigen, dass man das mal so im Vergleich sieht, auch von der Größe her. Das ist mein anderes Modell. Ist auch schon ein bisschen klein, wie man sehen kann, aber ist immer noch, ja, deutlich größer und dementsprechend das auf jeden Fall ein sehr nettes kleines Ding, was man sich da zulegen kann.